Hallo Leute, herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung zu dem Film Don't Worry, Darling. In diesem Film geht es um eine kleine Gemeinde von Menschen, die ein sehr idyllisches Leben führen. Es gibt zwar da die alte Rollenverteilung, die Männer gehen arbeiten, die Frauen putzen, waschen, kochen etc., aber es geht dort allen eigentlich ziemlich gut. Sie haben genug zu essen, zu trinken, sie haben ihre Ausgehmöglichkeiten, die haben ihren Spaß, also denen geht es wirklich gut. Müssen sich auch eigentlich keine Gedanken machen, warum es ihnen besser gehen könnte. Bis dann eines Tages eine Person aus dieser Gemeinde anfängt, unbequeme Fragen zu stellen. Diese Frau soll dann von ihrem Mann auch ein bisschen beruhigt werden, was aber nicht klappt, weil sie extrem aufgebracht ist und extrem mehr nachbohrt. Dann wird sie von einer, ja, sagen wir mal, Security-Leuten in einen Raum gebracht, wo ein Arzt ist, und nach einigen Tagen Behandlung wird sie dann wieder freigelassen und sie hört aber trotzdem nicht auf und bringt sich dann sogar noch um. Und das lässt dann auch manche andere dann so ein bisschen, ja, ein bisschen kritischer nachfragen. Sie hinterfragen mehr, sie denken mehr nach und so. Aber es kommt alles dann doch ein bisschen kurioser, als man denkt. So viel zur Story. Der Film ist hochkarätig besetzt. Ein Harry Styles ist dabei, Olivia Wilde ist dabei, Florence Pugh ist dabei, Chris Pine ist dabei. Also wirklich eine sehr, sehr gute Besetzung. Auch die Arbeit, die man sich in den Film reingesteckt hat, wirklich gut. Man hat da so ein bisschen so, ja, ich sag jetzt mal 60er, 70er Jahre Stil mit reingepackt. Wirklich auch so ganz altmodische Fernseher, die alten Autos sind da drin und sowas alles. Also, da hat man sich wirklich interessante Ideen bei der Umsetzung gemacht. Ja, gefällt mir soweit ganz gut. Auch die Schauspieler harmonieren gut zusammen. Das ganze Setting passt und alles. Und auch wenn man jetzt sowohl vom Plakat als auch vom Titel her davon ausgehen würde, sieht mir eher nach einem Liebesfilm aus. Ja, ein bisschen Schnulze ist da zwar bei, aber es ist doch ein richtig guter Thriller. Muss man ganz ehrlich so sagen. Und das passt alles richtig gut. Aber einen Negativpunkt hat der Film für mich tatsächlich. Den kann ich zwar nicht näher erläutern, aber mir persönlich hat das Ende nicht so gut gefallen. Da hätte ich mir doch ein bisschen mehr erwartet, beziehungsweise vielleicht noch ein bisschen was anderes erwartet. Aber so grundsätzlich muss man sagen, haben die in dem Film sehr viel richtig gemacht. Der Film geht gut 2 Stunden, ist eigentlich vom Erzähltempo her recht okay gehalten. Nicht zu schnell, nicht zu langsam. Von daher, das passt auch wirklich gut. Da kann man wirklich sagen, Leute, ihr habt einen sehr guten Job abgeliefert. Macht gerne weiter so. Also die Schauspieler sowieso, also die machen, also ich wüsste jetzt nicht, wo die mal einen schlechten Film gemacht haben, aber das ist wirklich gut. Das ist wirklich gut, was der Film gemacht hat. Und welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung zu meinem Shop. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator. T-Shirts, Turnbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop. Alles, was ihr braucht. So, da sind wir wieder. Ja, kurz zusammengefasst, der Film hat eine interessante Story, der Film hat gute Charaktere, der Film ist nicht zu lang, nicht zu kurz, der Film hat gute Charaktere, Erzähltempo, es passt alles, das Setting passt, die ganze Story ist cool. Ja, sehr gut. Nur das Ende, da bin ich nicht mit zufrieden. Und somit gebe ich den Film, weil mir das Ende wirklich nicht gefallen hat, nur 4 von 5 Totenköpfen, weil ansonsten wirklich
alles gestimmt hat. Es hat sehr viel Spaß gemacht, den Film sich anzugucken. Also, wenn ihr Fans von Thriller seid und so und auch von Geschichten mit interessanten Wendungen, dann solltet ihr euch den Film wirklich angucken. Also von daher eine klare Anguckempfehlung, definitiv. Ja, das war die Filmbewertung für diese Woche. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.